Ja, schön, dass ihr wieder da seid, zurück aus Sommerpalm Sonnenschein in der harten Realität. Und falls ihr euch denkt, boah, ich fühle mich so alleine mit diesen Gedanken, was soll ich tun, dann vernetzt euch. Trefft euch mit Gleichgesinnten, überlegt, wie ihr aktiv werden könnt und eure politische eigene Agenda besser umsetzen könnt. Eine Gelegenheit dazu gibt es zum Beispiel bei der Bildet-Netze-Konferenz. Anna Biselli wird uns gleich was dazu erzählen. Sie ist Co-Chefredakteurin von Netzpolitik.org. Sie interessiert sich vor allem für staatliche Überwachung und Dinge rund um die digitalisierte Migrationskontrolle. Also passt gut zum Thema. Aber vorher gibt es noch mal ein bisschen Realität. Und zwar geht es um die Bezahlkarte für Flüchtlinge. Jetzt gibt es eine Klage, um zu gucken, ist es überhaupt verfassungskonform? Anna Biselli erklärt uns das. Okay. Hallo und guten Abend. Genau, ich mache es auch ganz kurz, weil ich sollte nur ein kurzes Update geben, weil sich manche schon gefragt haben, was ist eigentlich mit diesen Bezahlkarten? So Bezahlkarte, kurze Erinnerung, was ist das Ganze? Das sind Karten, die Menschen, die in Deutschland einen Asylantrag stellen, bekommen sollen, anstatt Bargeldauszahlung oder anstatt Auszahlung auf ein reguläres Konto. Die ganze Nummer ist so im November 2023 so richtig losgegangen. Damals gab es einen Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz, die gesagt haben, okay, wir wollen jetzt bundesweit Bezahlkarten haben. Und direkt nach diesem Beschluss und schon in den Diskussionen, die vorher dazu geführt haben, dass eben dieser Beschluss kam, hat man gesehen, okay, es geht jetzt nicht darum, Leute mit einer Art Prepaid-Karte auszustatten, die gerade in Deutschland angekommen sind, damit sie eben diese Zeit überbrücken können, bis sie sich ein sogenanntes Basiskonto eröffnen können und dann eben relativ normal über Geld verfügen können. Also es geht nicht um Teilhabe an einem gesellschaftlichen Leben, sondern es geht eben darum, Menschen zu kontrollieren und Menschen einzuschränken und eben auch abzuschrecken, was ja dann teilweise von den politisch Verantwortlichen genauso gesagt wurde. Das heißt, es ging eben nicht nur darum, da Geld draufzuladen, über das Leute dann verfügen können, sondern es ging auch darum zu sagen, okay, was haben wir denn für tolle Möglichkeiten mit diesem digitalen Instrument? Mensch, wir könnten einschränken, wie viel Bargeld die Menschen abheben können. Wir können einschränken, wo sie das Geld ausgeben können. Und wir können auch einschränken, in welcher Art von Läden sie dieses Geld ausgeben können. 2023, beziehungsweise so zum Jahreswechsel 2024, gab es dann aber tatsächlich schon überraschenderweise oder so vielleicht unerwarteterweise Gemeinden und Kommunen, die schon Bezahlkarten hatten, obwohl man im November gesagt hat, wir wollen die bundesweit einführen. Und da gab es dann auch irgendwie verschiedene Modelle. Wir haben ein Modell gesehen, das zum Beispiel Hannover gefahren hat, die sehr früh Bezahlkarten eingeführt haben, ich glaube im Januar 2024, die dann gesagt haben, okay, wir machen das, aber eben eher so als Teilhabemöglichkeit und teilen diese Karten an Menschen aus, die in Deutschland angekommen sind. Und wir haben so das genaue Gegenteil gesehen, was in Thüringen, in Greiz und in ähnlichen Kreisen passiert ist, wo man eben gesagt hat, okay, wir versuchen den Leuten die Einschränkungen so krass wie möglich zu machen und eben dann eben auch zu beschränken, wo sie einkaufen können, was gerade im ländlichen Raum zu ziemlichen Problemen führen kann. Und dann hat auch diese Landrätin dieses Kreises dann auch noch verlauten lassen, okay, wir haben jetzt hier total den Erfolg gefeiert, weil ich weiß nicht, wie viele Leute, 20 Leute hätten schon freiwillig den Kreis verlassen, weil es eben so schrecklich geworden ist. Das war dann der große politische Erfolg, den man damit gefeiert hat. Trotzdem, obwohl Kommunen das schon eingeführt haben und obwohl weitere Kommunen vorbereitet haben, sowas einzuführen, hat man dann irgendwann im Frühjahr 2024 eine gemeinsame Ausschreibung auf die Beine gebracht, wo dann alle Bundesländer außer Mecklenburg-Vorpommern und natürlich Bayern gesagt haben, okay, wir machen mit. Dann gab es diese Ausschreibung europaweit, Menschen konnten sich darauf bewerben. Währenddessen ging die Einführung in den Kommunen weiter und währenddessen startete dann auch der Streit. Das heißt, es startete auf der einen Seite der Streit zwischen den Kommunen, zwischen den Ländern, zwischen den unterschiedlichen Strömungen der Bezahlkarteneinführer, irgendwie, ob man jetzt irgendwie Bargeld beschränken solle, ob man Bargeld nicht beschränken solle, was man denn alles beschränken könnte. Markus Söder wollte dann irgendwie, dass die Leute Leberkäse kaufen können, aber keinen Alkohol, obwohl das irgendwie technisch überhaupt nicht möglich ist. Das heißt, es gab dann allerlei lustige Vorschläge und ganz viele Streits. Leute haben dann aber auch diesen Streit auf die richtige Ebene geführt und die GFF und Pro Asyl haben diverse Klagen vorbereitet und gesagt, okay, wir gehen damit vor Gericht und hatten dann auch im Juli 2024, während die Ausschreibung noch so lief, den ersten Erfolg, in dem ein Gericht in Hamburg
gesagt hat, okay, diese pauschalen Bargeldbeträge sind rechtswidrig. Und dann war die Verwirrung groß, weil irgendwie wenige Tage später das Hamburgische Landessozialgericht gesagt hat, nee, wir treffen jetzt erstmal keine Entscheidung. Das wurde dann von Medien wie Welt und Co. so hingestellt, als hätten die gesagt, Bezahlkarten gehen dann doch irgendwie klar. Das entspricht nicht ganz der Realität, sondern die Situation in dem Fall ist, dass beides Anträge auf Eilentscheidungen waren. Das heißt, normalerweise, man kennt das, so ein Gerichtsverfahren dauert teilweise Jahre und irgendwie Jahre sind schon so ein mieser Zeitraum, um mit so einer beschissenen Situation zu leben. Deshalb hat man gesagt, okay, wir brauchen eine Eilentscheidung. Und in dem ersten Fall, wo das Hamburger Sozialgericht gesagt hat, nee, das geht nicht, haben sie auch gesagt, das ist eilbedürftig, weil die Betroffenen eben eine Familie waren, wo schon kleine Kinder da waren, wo die Frau in der Familie schwanger war, wo eben eine klare Notwendigkeit erkennbar war, okay, da muss jetzt was passieren und nee, diese pauschalen 50 Euro funktionieren nicht. Und im zweiten Fall ging es, glaube ich, um einen alleinstehenden Menschen, wo man gesagt hat, okay, vielleicht ist die Entscheidung jetzt nicht so dringend, dass wir die in der Eilentscheidung erstmal treffen müssen. Das heißt nicht, dass es in Ordnung ist und das heißt aber auch, dass es schon absehbar ist, wenn man im einen Fall zu dem Urteil kommt, okay, so ein pauschales Limit geht gar nicht, dass man dann vielleicht mit diesen 50 Euro Bargeld-Obergrenze, auf die sich die Ministerpräsidenten dann irgendwie geeinigt haben, vielleicht doch nicht ganz so gut zu Rande kommt, sondern Einzelfallentscheidungen treffen muss, was dann natürlich dem ausgerufenen Ziel der Bezahlkarte, die Verwaltung zu entlasten, ziemlich entgegensteht. So. Währenddessen, während die Gerichte so ihr Ding gemacht haben, ist diese Ausschreibung weitergegangen. Man wollte ursprünglich schon im Sommer eine Vergabe machen und ich glaube, Bianca Kastel hatte das irgendwie so schön kommentiert als antifaschistisches Vergaberecht, das eben dazu führt, dass die bundesweite Bezahlkarte lange noch nicht in Sicht ist, weil bei so einer Vergabe ist das so, dann, ich weiß nicht, wie viele sich da beworben hatten, nehmen wir mal an so 10 Firmen, die da irgendwie diese bundesweite Bezahlkarte ausstellen wollen und dann bekommt, vor der Vergabe bekommen dann die Unterlegenen eine Nachricht, dass sie unterlegen sind und dann können die Unterlegenen miteinander reden und feststellen, wer nicht unterlegen ist, sondern wer irgendwie den Zuschlag bekommen soll und sich dann beschweren. Und das haben die, weil es um relativ viel Geld geht, natürlich gemacht und ich glaube, jetzt hat es schon der zweite gemacht und dementsprechend verzögert sich dieses Verfahren auf sehr lange Sicht. Es ist jetzt ein Gerichtstermin in Karlsruhe angesetzt für Mitte Oktober. Es ist sehr unklar, ob in diesem Gerichtstermin eine Entscheidung fällt und es ist auch sehr unklar, ob nicht noch jemand auf die Idee kommt, sich zu beschweren und einen anderen Grund findet, sich zu beschweren und man dann nicht noch eine Runde drehen muss. Das heißt, wir haben für diese bundesweite Einführung eine extreme Verzögerung, während in teilweise den Kommunen eine Realität geschaffen wird, während die Bundesländer sich irgendwie darauf geeinigt haben, okay, wir wollen diese 50 Euro, die währenddessen von einem Gericht schon mal irgendwie für nicht zulässig erklärt wurde und wo Leute dann irgendwie schon die Anbieter in Panik geraten. Das ist ein schöner Gastbeitrag von einem der Anbieter im Behördenspiegel, die dann meinten so, ja, starten statt warten, wir dürfen jetzt nicht auf die bundesweite Vergabe warten, sondern hier alle Kommunen müssen jetzt eigenes Ding machen, weil ansonsten kommen wir nirgendwo hin. Währenddessen auch die Zivilgesellschaft zeigt, dass Bezahlkarten absolut sinnlos sind, selbst irgendwie aus Sicht derer, die sie für Repression benutzen wollen, weil man eben diesen Mechanismus super leicht umgehen kann. Und in Hamburg und in München und in anderen deutschen Städten haben sich jetzt Initiativen gegründet, die sagen, nee, wir wollen diese Bezahlkarten nicht und nicht nur wir wollen das nicht, sondern auch wir tun was dagegen, ganz praktisch mit Solidarität und bieten Tauschstellen an. Das heißt, die haben einmal sich überlegt, wie können wir sowas aufbauen, haben dann mehrere Orte gefunden, wo Gutscheine von großen Supermarktketten, von Drogeriemärkten oder anderem, die eben die Asylsuchenden mit der Bezahlkarte kaufen können, weil die müssen sie ja nicht mit Bargeld kaufen, wo sie dann hingehen können, okay, ich bringe jetzt hier meinen 50 Euro Edeka-Gutschein zu der Tauschstelle, bekomme dafür 50 Euro Bargeld und jemand anderes, der gerne Großeinkauf bei Edeka machen will, kann sich dann eben diesen Gutschein kaufen. Das heißt, man hat eine ziemlich leichte Methode, um dieses ganze System auszuhebeln. Das heißt, eigentlich dürften auch die konservativen Fundis, die dann irgendwie sagen, okay, niemand darf Bargeld haben, sich langsam der Sinnlosigkeit dieser ganzen Nummer bewusst werden. Zumindest, wenn sich das groß verbreitet. Aber die haben auch
Die Initiativen haben auch eine relativ gute Anleitung auf ihre Seiten gestellt, wie man das einfach nachmachen kann. Das heißt, eigentlich dürfte dieses System ganz gut skalieren können. Und in Bayern wurde auch von oben bestätigt, dass das legal oder beziehungsweise, dass man es nicht unterbinden kann. Das heißt, man kann das machen und läuft dann nicht wirklich momentan Gefahr, Probleme zu bekommen. So, das war das kurze Update. Wie geht es jetzt weiter? Ich glaube, es ist wichtig, wie man so ein bisschen sieht, dass man diesen Druck aufrechterhält, dass wirklich im Endeffekt der Letzte in Greiz, auch wenn ich irgendwie mit der politischen Situation in Thüringen jetzt nicht so viel Hoffnung habe, dass der Letzte vielleicht erkennt, dass das ein ziemlich sinnloses Unterfangen ist, das eben auch nicht dazu dient, die Verwaltung zu entlasten, weil wir bald irgendwie wahrscheinlich zum Ergebnis kommen, wir brauchen Einzelfallentscheidungen, was es aus menschenrechtlicher Perspektive totaler Murks ist, womit man aber teilweise heute nicht mehr so ganz durchdringt und dass es eben extrem leicht umgehbar ist. Und ich glaube, auch wenn sich dieser ganze Ausschreibungsprozess zieht wie so ein Kaugummi, ist es wichtig, dass man das Thema immer wieder vorholt und sagt, okay, das ist nicht das, was wir wollen. In Berlin und Brandenburg beispielsweise wurde gesagt, ja, man will jetzt bald mal die Einführung vorbereiten. Das heißt, vielleicht kommen wir dann auch hier in eine Situation, wo man aktiv vor Ort was dagegen tun kann. Und ich glaube, es ist gut, wenn viele Leute das tun. Genau das zum kurzen Update, wenn ihr darüber mehr hören wollt. Ich rede darüber ein bisschen länger und ausführlicher und ein bisschen mehr in der Tiefe auf den Datenspuren in Dresden. Die finden Ende September statt. Das kann man, glaube ich, auch im Stream hören, wenn man nicht nach Dresden fahren will. Und wer sich dazu und zu anderen Migrationstechnik oder sonstigen netzpolitischen Themen austauschen will, genau in anderthalb Wochen veranstalten wir von Netzpolitik.org eine Konferenz hier in Berlin. Kann man auch über Stream gucken. Aber wenn man schon mal in Berlin ist, ist es bestimmt auch nett, vorbeizukommen. So viel von mir. Genau.